Leben hängt an einem seidenen Faden. Wir wissen oft nicht, was morgen ist oder was schon in der nächsten Stunde ist. Und so ähnlich haben wir das erlebt. Dass wir eigentlich hier sind, das ist echt eine Gnade. Genau. Unsere Zeit war einfach hier noch nicht zu Ende. Und ich bin so dankbar, dass wir hier sein dürfen, dass ich wieder zurück in der Gemeinde sein darf mit meinem Mann. Halleluja. Und ich möchte euch einfach ein bisschen hineinnehmen in das krasse Erlebnis, das so plötzlich vor uns stand. Ich möchte einfach sagen, dass unser Feind immer wieder versucht, uns auszuwischen. Oder uns einfach aus der Bahn zu schmeißen. Sag ich mal so richtig, ob es mit Krankheit oder mit einem Unfall ist. Aber wir lassen nicht los. Amen. Ich schaue immer auf unseren himmlischen Vater. Genau. Und am Sonntag, den 24.04., gingen wir hier von der Gemeinde und waren auf dem Weg zu meiner Mutter oder zu meinen Eltern. Und wir fuhren durch Esenhausen und vor uns waren zwei Pferdeanhänger. Und Vicente sagt noch, oh, sollen wir die überholen? Aber irgendwie, das war eine ganz komische Situation. Wir sind dann vor so uns hingetrottelt. Ach ja, fahren wir mal. Und die Pferdeanhänger waren dann plötzlich weg und wir fuhren den Berg runter und plötzlich, ich sah von unten, von rechts, kam mir noch die alte Einfahrt, sah ich ein Auto und ich sage, da kommt ein Auto, das hält nicht an. Und da war mir bewusst, wie schnell das geht in einer Schnelligkeit, war so 70, 80 drauf, wie schnell das geht in 2 Sekunden und es macht boah. Und ich, so schnell stieg ich noch nie aus meinem Auto raus, weil es so geraucht hat und ich dachte, es fängt an zu brennen. Und er hatte nur einfach gespürt, boah, ich hatte solche Schmerzen hier, so ein Brennen. Wir rannten aus unserem Auto raus und es war so ein krasses Erlebnis, aber auch toll, dass wir leben und dass es uns zu dem Zeitpunkt, wir hatten keine Schnittwunden, wir hatten gar nichts, gar nichts. Vicente rannte nur raus und hat gesehen, ja, mir geht es gut, dann hat es sich sofort um den Unfallverursacher gekümmert und ist zu dem, der uns reingefahren ist, zu ihm ins Auto gekrabbelt. Natürlich das Auto, das hat sich mehrmals überschlagen. Wir blieben unfassbar mit unserer Geschwindigkeit gerade stehen. Ist für mich heute noch unfassbar, dass ich heute nur sage, das war einfach nur Gottes Hand. Das war eine Schutzmauer, die vor uns stand. Wir saßen ganz normal drin und so bis zu den Füßen war halt nichts mehr da. Es war weg. Aber wir konnten ganz normal aussteigen. Und Vicente hatte dann von dem Mann, der war natürlich eingeklemmt, der konnte nicht raus und hatte ihm den Kopf gehalten und war mit ihm da drin. Ich dachte nur, wir sind doch einfach verrückt. Wir rennen auf der Unfallstelle rum, ich mache Bilder in meinem Schock noch, dass ich irgendwie noch Beweise habe. Jemand, brauchen Sie Wasser, brauchen Sie Hilfe, wo sind die Verletzten? Und ich, das war einfach verrückt. Es kam ein paar dazu, ja, was ist passiert? Die haben nur Englisch gesprochen und ich habe dann nur kurz übersetzt. Ja, wir sind gläubig und die haben sofort angefangen zu beten. Die kamen von der Gemeinde aus Albstadt. Also Halleluja. Das war einfach, ich fand es einfach so der Hammer. Und Vicente hat in der ganzen Zeit, wo ich dann irgendwie rumrannte, hat er den Kopf gehalten von unserem Unfallverursacher und im Nachhinein sagte der Polizist und die Feuerwehr, ja, das war seine Lebensrettung. Aber wir wissen, das war
nicht die Hand von Vicente, sondern das war unser himmlischer Vater, der einfach eingegriffen hat, der ihn gerettet hat, sein Leben. Wir kamen ins Krankenhaus, waren dann verschiedene Krankenhäuser. Vicente konnte nicht zu mir, weil eben kein Platz war. Aber das war so ein krasses Erlebnis. Ich hatte nur auf, ich weiß nicht, ich glaube dreimal hatte ich jemand angerufen. Ich hatte einfach nur auf Wiederwahl gedrückt in meinem Schockzustand und habe nur gesagt, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Hilfe. Aber das war so krass, wie viel Hilfe wir erhalten haben. Ich weiß nicht, es waren so viele Leute, die sich um unsere Kinder gekümmert haben, die natürlich zerstreut waren. Unseren Hund, kam jemand, ja, er kümmert sich um den Hund. Also wir sind einfach so dankbar für jegliche Hilfe, die wir erlebt haben, die uns in der Zeit geholfen haben. Und dann war ich im Krankenhaus und dann kam der Polizist und sagt zu mir, ja, sind Sie vernehmungsfähig? Können Sie über den Unfall sprechen? Und ich, ja, natürlich. Ich saß so im Bett und habe gelacht und er, wow, sowas erlebt er wirklich selten, dass jemand aus so einem Auto aussteigt und dann so fit ist. Natürlich haben sie dann die Untersuchung bei mir gemacht und haben festgestellt, dass ich eine dreifache Fraktur hatte im Brustbein und dann sagt man nur, ja, Sie müssen jetzt liegen und eine Wirbelstauchung in der Halswirbelsäule. Und das war echt interessant. Ich hatte einfach gespürt, oder wir, dass viele für uns beten. Das haben wir wirklich gespürt. Dafür möchte ich jedem danken, der nur an uns gedacht hat und für uns gebetet hat. Weil das war der Hammer. Das war wirklich der Hammer. Am nächsten Tag kam ich zum MRT und dann hieß es, ja, an der Halswirbelsäule ist nichts mehr. Das wäre alles normal. Und dann hieß es, ach ja, jetzt bleiben Sie noch da und genießen die Zeit hier. Und dann dachte ich, oh, okay, wenn ich immer, das war einfach ein solches Vorrecht. Ich war immer alleine im Zimmer und hatte einfach die Ruhe, ach, konnte einfach über das Ganze noch einmal nachdenken und verarbeiten. Und Vicente war ja in Friedrichshafen im Krankenhaus und dann hieß es ja, er hat irgendwie in der Halswirbelsäule werden Wirbel angeknackt oder ein Riss, genau. Und dann haben sie ihnen einfach gesagt, strenge Bettruhe, 24 Stunden, sie müssen jetzt einfach nur da reinliegen und morgen machen wir dann nochmal Untersuchungen. Und am nächsten Tag haben sie MRT, gell? MRT gemacht und es war nichts mehr zu sehen. Das war nichts mehr zu sehen, keinen Riss. Ich möchte einfach Gott alle Ehre geben. Und dann waren wir dann wieder zu Hause. Und dann standen die Gathering-Tage bei Monika Flach an, die 4 Tage. Und innerlich dachte ich, oh, ich möchte einfach hin. Ich habe aber keinen Bock, zu Hause im Bett liegen zu bleiben und mich schonen und immer, du darfst das nicht und das nicht und nichts heben und du darfst nicht kochen und nicht putzen, gar nichts. Also es ist im ersten Moment wirklich schwierig. Na gut, war mir die Schmerzen auch nicht möglich. Ne? Genau. Ja. Und bei mir war es so, oh, ja, mit die Schmerzen, das war die Heilung. Hier war gut, ich habe gemerkt, das war ungefähr, ich weiß nicht, du hast die, wie gesagt, du warst gesegnet da, ich war auch. Wir haben immer den Sieben, ich habe 2, die haben die ganze Nacht geschrien, ja, neben mir. Und ich konnte sowieso nicht schlafen, mobilisieren kann ich nicht. Ich bin so ein Mensch, der immer mich bewegt im Bett, in der Nacht. Und das war für mich schrecklich, aber ich habe das. Obwohl ich habe die Betäubung und alles, aber ich habe immer gespürt etwas. Ja, und dann war irgendwie in der Nacht, ich weiß nicht, wie viel Uhr das war,
Und plötzlich war diese ganze Schmerzen plötzlich weg. Alles, ich habe so gespürt und ich habe gedacht, die Gemeinde betet für uns. Das war interessant, in dem Moment von dem Unfall, es gab eine Gathering von Rangerleiter in Friedrichshafen, die haben sofort bekommen auch und haben sofort gebetet für uns. Ja, und dann habe ich entdeckt, dass in Brasilien, Amerika, in Indien, in Afrika, überall haben die Leute für uns gebetet, hier und überall haben einfach Leute in die Riese getreten und gebetet für uns. Und ich habe gesagt, die Gemeinde betet für uns. Und das war dann dieses nächste Tag, war ich da und ich sage, ja, er ist nicht da. Sie darf jetzt gehen nach Hause. Und sofort, sofort. Und dann war ich so krank, ich habe angefangen zu spucken und alle. Und ich war mir sehr schlecht. Weil er war eigentlich überfordert. Ich war die ganze Zeit so und dann plötzlich darf ich jetzt nach Hause. Und dann habe ich meine Sache gepackt und bloß war ja. Ach, geht's Ihnen schlecht? Müssen Sie spucken, sagt genau. Die Krankenschwester. Aber das war, und dann komm ich heim und das war diesen Schmerz und dann konnte ich nichts richtig sitzen. Also habe ich gesagt, Jesus, wenn du heilst, du heilst komplett, nicht halbe. Aber dann habe ich diese Schmerzen hier, ja, ich konnte mich nicht richtig, bewegt. Ich konnte nur 10 Minuten sitzen, nach 10 Minuten, 15 Minuten mich aufstehen. Das hat mir wehgetan. Ja, und dann war in diesem Gathering da. Ich wurde eingeladen, sozusagen am Montag, in den letzten Tag, mit ein anderen paar Leuten einfach zu beten für die Homepage und segnen den Homepage von den Kinder Impact, das unerreichte Volk, genau. Und das war so, wir waren in der Gathering, war super, war richtig toll, jeden Tag, als wir kamen, das gab Gebete, das gab Leute, die uns in den Arm genommen, das gab Leute, die für uns gebetet hatten. Und, aber war ungemütlich, weil diese Schmerzen immer und man, für uns war es so, wir waren immer ein bisschen da und nach Hause, ein bisschen da und nach Hause. Und dann am Sonntag, ich habe gesagt, das geht nicht, das ist so anstrengend. Und ich habe dann gesagt, morgen gehen wir nicht mehr dann. Wir gehen bis heute und ich sage dann Samuel, dass morgen bin ich nicht dabei. Dann kommen wir, steige aus und dann sehe ich Samuel, sage Samuel, es tut mir leid, morgen kommen wir nicht, wir sind nicht dabei zu beten. So, du kannst mit mir nicht zählen zu beten. Und ich war auch die Konflikt, wie kann ich beten, wenn ich doch krank bin, Herr? Na? Und dann gehe ich rein in den Saal und dann Gott sagt, geh zurück und sag Samuel, dass du doch morgen kommen. Also Mann, was für ein Drama jetzt. Gehe ich wieder da und sage, Samuel, ja doch, ich komme. Aber für mich war es so peinlich, ja, als Pastor kannst du entweder, du haltest mit deinem Wort und nicht so wie ein Kind, ja doch, komme ich. Na? Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme dann, ja. Und sind wir geblieben. Abends sind wir nach Hause nachmittag mit den Schmerzen, geht wir zurück abends und gab dann einen Tisch gedeckt mit so vielen wunderschönen. Ein großes Festmahl ein großes für Fest. Unseren Papa. Und wir haben alles, die Leute haben getanzt und gejubelt und wir da saßen da und nur schauten. Und Vicente hat immer gesagt, pass auf, pass auf. Und Petra auf, wollte einfach so nicht. Anfangen zu tanzen, ich sagte, pass auf. Und ich habe gedacht, das lasse ich mir jetzt nicht entgehen. Ich habe ein bisschen, ich tanze jetzt auch und ich hüpfe. Ich habe mir ein bisschen deutsch gefühlt, weißt? Pass auf, ja. Pass auf, die Versicherung und alles, ne? Krank schreiben. Und dann habe ich angefangen zu sagen, ich probiere auch. Und das war dann weg, die Schmerzen waren total weg, alles war weg. Bis da, oh, guck, Halleluja, ist nicht mehr da. Ich kann alles tun. Es war weg. Amen. Ja, total. Komplett. Danke, Jesus. Keine Bettzeit mehr. Danach bin ich zum Arzt gegangen, weil ich habe dann Allergie. Und der Arzt hat mich gefragt, brauchst du eine Krankschreibung? Ich sage, nein, Peter, ich brauche keine Krankschreibung mehr. Ich bin nicht mehr krank. Es ist okay, gib mir so ein Medikament. Ich kann halt nicht mehr diese Krankschreibung. Es ist für mich so viel. Aber ich preise den Herrn, was er getan hatte.
Und ich freue mich. Ich bin hier mit meinem ganzen Herz, einfach mit Freude, euch zu sagen, Gemeinde, es lohnt sich, an Gott zu glauben. Es lohnt sich, an Jesus zu vertrauen. Amen. Und auch wenn manchmal es dauert, oder manchmal, wenn du kämpfst mit Sachen, ey, es lohnt sich, an Jesus zu glauben, an Jesus zu vertrauen. Er ist mit dir. Amen. Und er ist mit dir. Amen.